Hi, hier sind Simon und Chris. Hi. Und wir gucken uns heute Kerberos an. Genau. Wir wollen uns heute Kerberos angucken und auch einen Angriffsvektor, den wir immer sehen mit Kerberos, also wenn es nicht richtig konfiguriert ist in einem Pentest. Und wollen uns dann die Lösungen dafür angucken. Wir würden es heute so machen, wir gehen einfach den kompletten Angreiferweg und gucken dann, was können wir umkonfigurieren, dass das nicht mehr möglich ist. Also wenn ihr nur wegen den Lösungen hier seid, dann nutzt unten die Kapitelfunktion. Dann fangen wir einfach mal an mit der Funktionsweise Kerberos, wie das grundsätzlich funktioniert. Das haben wir mal kurz so ein bisschen aufgezeichnet. Vorher einmal ganz kurz, wie sieht unser Lab aus heute? Wir werden uns mit dem Domain-Controller und dem KDC, dem Key Distribution Center, was wichtig ist für Kerberos, befassen. Das liegt häufig auf dem Domain-Controller, kann aber natürlich auch woanders sein. Wir haben einen SQL-Server, den wir angreifen werden, und wir haben den Client, den wir angreifen werden, indem wir Kerberos missbrauchen. Wie funktioniert Kerberos vielleicht erstmal? Grundsätzlich dazu gesagt, Kerberos ist ein gutes Authentifizierungsprotokoll, wird in der Windows-Domäne viel verwendet. Bitte nicht falsch verstehen, also es geht hier nicht darum, dass Kerberos schlecht ist und deshalb raus müsste. Kerberos ist viel, viel besser als NTLM, viel, viel sicherer und wird auch in Windows-Domänen, in modernen Windows-Domänen eigentlich fast ausschließlich benutzt, wenn die Windows-Systeme in der Domäne untereinander kommunizieren. Mhm. Da läuft eigentlich nur noch Kerberos-Authentifizierung und NTLM wird dann nur noch benutzt, wenn man es nicht ausgeschaltet hat, um auf bestimmte Drittsachen oder Sachen, die kein Kerberos können, zuzugreifen. Kerberos funktioniert mit Tickets. Das ist eine ganz, ganz wichtige Sache, die man sich merken muss. Und es läuft so ab, dass man erstmal als User, wenn ich mich jetzt anmelden würde, ein sogenanntes Ticket-Granting-Ticket, ein TGT, anfragt. Einzige Ausnahme kann hier sein, dass man die Kerberos-Präauthentifizierung für diesen User deaktiviert hat. Aber da kommen wir gleich nochmal drauf. Dann kriegt man, sofern man dazu berechtigt ist, dieses TGT zugeteilt. Das heißt, wenn man jetzt einen User im AD hat und auch dessen Passwort oder dessen Passwort-Hash kennt, kriegt man das TGT und kann dann damit weitermachen. Jetzt in dem konkreten Fall, den wir jetzt zeigen, möchte ich zum Beispiel auf einen Service, auf einen Dienst, auf einen Server zugreifen und dafür brauche ich ein TGS, also ein Service-Ticket sozusagen. Das frage ich an, dafür muss ich mein TGT dem KDC liefern, der prüft das dann nochmal und sagt, ah, okay, du bist ein User, das heißt, du kriegst jetzt das TGS. An der Stelle spielt es jetzt erstmal noch gar keine Rolle, ob dieser User auch tatsächlich Zugriffsrechte auf den Service hat. Ich kriege jetzt erstmal nur dieses Service-Ticket. Und wenn ich das habe, kann ich damit zu dem Service gehen und sagen, lieber Service, guck mal, hier ist mein Service-Ticket, ich möchte mich gerne anmelden. Und dann prüft dieser Service nochmal in Abstimmung bzw. Prüfung dieses Tickets, ob denn ich das überhaupt darf, also ob ich Zugriff habe und sage dann ja, okay, komm rein oder eben nein, du hast keinen Zugriff an dieser Stelle. So funktioniert Kerberos. Wie gesagt, das ist jetzt erstmal ein sehr gut funktionierendes, vernünftiges Authentifizierungsprotokoll. Das ist ja auch jetzt nur High-Level. Ne? Das ist High-Level. Also da passiert ja noch viel unter der Haube, was da mitfliegt, dass der Service dann auch weiß, okay, das ist jetzt wirklich ein valider Nutzer. Da gibt es ja einige Sicherheitsmechanismen. Aber da sind auch Funktionen dabei, die wir jetzt mal ausnutzen wollen. Also, wie der Simon gesagt hat, Kerberos ist sicher, versteht es nicht falsch, aber es sind auch Mechanismen dabei, die es für einen Angreifer besser machen und auch darauf wollen wir eingehen. Wie kann Kerberos durch einen Angreifer genutzt werden und wie könnt ihr es feststellen? Wie könnt ihr euch dann dagegen verteidigen? Und deswegen würde ich sagen, fangen wir an. Genau, wir gucken uns das an. Ich bin jetzt hier auf meiner Angreifermaschine im Netzwerk und eine Funktion, beziehungsweise das, was wir gesehen haben, die Authentifizierung bzw. Anfragen von TGTs am KDC ist recht schnell. Also wenn ich jetzt versuche, Zugangsdaten für eine Domäne zu erhalten, könnte ich jetzt einfach anfangen und gucken, welche Nutzer gibt es hier und welche Passwörter setzen die Nutzer ein. Und das ist der Vorteil jetzt für einen Angreifer am Kerberos bei der Anfrage des TGTs, dass der mir hier sagt, hey, den Nutzer gibt es gar nicht. Und das recht schnell. Das heißt, wenn wir hier mal die User-Enumeration machen, ich habe das hier schon vorbereitet, gibt es ein Tool, das nennt sich Kerbroot. Hier sage ich, ich will jetzt eine User-Enumeration machen, gebe dem die Domäne mit, die ich enumerieren will. Habe hier ein User-File vorbereitet, wo einfach Namen drin stehen, von denen ich ausgehe, die da verwendet werden. Und ich probiere das jetzt einfach mal aus und wir gucken uns an, was rauskommt. Und er findet hier über DNS den KDC und testet jetzt einfach die Anforderungen von TGTs. Und man sieht auch hier schon, den Paul gibt es nicht, den Ruth gibt es nicht, aber dafür haben wir viele verschiedene Nutzernamen rausbekommen. Und jetzt könnte ich weitermachen und könnte jetzt hier Passwort-Spraying versuchen. Genau. Du hast es eben so schon gesagt,
geht relativ schnell. Ich glaube, das sieht man am Ende ganz gut. Ja. Ich glaube, wir sind hier, was ist das, im Millisekundenbereich. Klar, das ist jetzt eine relativ kleine Liste, aber selbst größere Listen mit 10.000, 100.000, vielleicht sogar Millionen Namen, wenn man die hätte, können hier wahrscheinlich in Sekunden durchlaufen, was natürlich echt eine ganze Menge ist. Ja, genau. Aber das macht natürlich alles Krach und das sollte auffallen in Logfiles, da wollen wir nachher ein bisschen drauf eingehen. Das, was wir jetzt mal testen können, können jetzt hier einfach mal Password Spraying probieren und jetzt die, auch wenn viele von euch sagen, ach, das bringt ja eh nichts, der Test hat schon einige Probleme zutage gebracht, nämlich, dass ich einfach gucke, setzt der Nutzer seinen Namen als Passwort ein. Das könnt ihr jetzt, wenn ihr eine Passwort-Policy für die Nutzer habt, die kontinuierlich ihr Passwort ändern müssen, trifft das dann nicht zu. Aber gerade wenn ihr irgendwelche Accounts habt, die für ein System oder einen Service genutzt werden und das wurde mal vor 10 Jahren gesetzt, das hat nie wieder jemand angefasst, dann hat der seinen Nutzernamen als Passwort. Und das wollen wir jetzt mal einfach probieren. Wieder hier mit Carebrute, jetzt aber Passwort-Spray und nicht User-Numeration. Wir sagen dem hinten mit dem Flag, probier jetzt einfach die Namen auch als Passwort aus. Und wir finden raus, der Dieter hat sein Passwort auch auf Dieter gesetzt. Und was man hier beachten muss, also deswegen sollte man gucken, wie das Tool wirklich funktioniert und auch welche Parameter ich mitgeben muss. Weil wenn ich dem jetzt einfach nur eine Liste gebe an Nutzernamen und auch wieder an Passwörtern, das sind alles Fehlversuche in den Logs. Das heißt, wenn ihr eine Passwort-Policy habt mit einem Logout, das heißt nach 5 Fehlversuchen fünfmal falsches Passwort eingegeben, ist der Nutzer ausgesperrt, dann sperrt ihr hier beim Testen auch die Nutzer aktiv im System aus. Aber so jetzt für mich, quasi ich bin jetzt im Netzwerk, ich mache den Pentest, ich habe jetzt innerhalb von ein, zwei Minuten rausgefunden, welche Nutzer werden hier verwendet und habe jetzt sogar schon einen validen Nutzer in der Domäne. Und um jetzt weiter vorzugehen und auch nur auf Kerberos zu bleiben, was ist so das Billigste, was ich machen könnte, das ist ASRAP-Roasting. Und der Simon hat es vorhin schon angesprochen, normal muss ich bei der Anforderung des TGTs mich ja irgendwie authentifizieren. Das, was ihr früher gemacht habt mit einem Passwort, funktioniert jetzt hier ein bisschen anders mit Timestamps und Encryptions und dem Secret. Ich kann aber auch in der Domäne eine Einstellung tätigen und sagen, der Nutzer braucht keine Pre-Authentication. Das heißt, wenn der sein TGT anfordert, dann kriegt er sein TGT. Und das wollen wir jetzt mal testen. Hier gibt es entweder über Impacket oder über CrackMapExec die Möglichkeit, das zu tun. Wenn jetzt die History mitmacht, das hier einmal mit CrackMapExec. Das ist die IP vom Domain-Controller. Unser Nutzer ist Dieter mit dem Passwort Dieter, unsere Domäne. Wir sagen hinten mit dem Parameter ASRAP-Roasting, was wir machen wollen. Das machen wir jetzt mal. Wir melden uns an der Domäne und finden jetzt alle Nutzer, die keine Pre-Authentication brauchen. Und wir sehen jetzt hier schon, der Dieter, den wir schon gefunden haben, der braucht auch keine Pre-Authentication. Ein besonders schlechter Account zu sein. Ja. Ich weiß auch nicht, was da los ist mit dem Dieter. Und der Karl-Heinz auch nicht. Das heißt, ich könnte jetzt versuchen, anhand dieses ASRAPs vom KDC Karl-Heinz sein Passwort zu cracken. Mhm. Das liegt jetzt wieder daran, ist das Passwort gut, ist das Passwort schlecht. Beim Dieter brauchen wir es jetzt nicht machen. Warum ist das drin? Das Einzige, was ich mir erklären kann, was ich immer wieder sehe, sind halt, das Netzwerk ist historisch gewachsen und irgendwann gab es mal ein Problem mit einem Protokoll. Ja. Und dann dachte man, wenn der sich hier nicht authentifizieren muss über Kerberos, dann geht's. Genau, also das sind häufig dann so ältere Accounts, weil das früher schon mal häufiger vorkam, dass es irgendwie Probleme mit Kerberos gab oder so. Und dann war natürlich eine Möglichkeit, das zu machen, diese Kerberos Pre-Authentication oder Pre-Authentication auszuschalten. Ja. Wir können uns ja jetzt gleich dann auch nochmal ganz kurz, wir haben das ja einmal in einer Slide so ein bisschen dargestellt, nochmal kurz zeigen, was denn da genau ja, unter der Haube sozusagen passiert und warum man jetzt aufgrund dieses ja, Hash-Wertes, den man da hat oder dieses Tickets, was wir hier haben, in der Lage ist, dann gegebenenfalls das Passwort oder das Klartext-Passwort genau. Da rauszukriegen. Genau. So, das heißt jetzt aus meiner Angreiferperspektive, ich müsste jetzt versuchen, Karl-Heinz sein Passwort zu cracken, aber ich weiß, Karl-Heinz, der ist da sehr, sehr aware, der hat keine einfachen Passwörter verwendet. Das, was wir jetzt aber noch machen könnten, ist Kerberoasting. Also wir sind jetzt schon weiter, wir sind authentifiziert als Dieter, wir können uns aber Session-Tickets anfordern über TGS. Und das wollen wir jetzt mal machen. Die Historia und ich, wir sind heute Freunde. So, wieder dasselbe über CrackMapExec, nur jetzt hinten Kerberoasting. Wir geben einen File mit, wo wir die TGS reinspeichern wollen. Und jetzt gucken wir mal, was hier zurückkommt. Ich scroll mal ein bisschen hoch. Das sind jetzt Session-Tickets für
gewisse Service Principle Names. Und hier sehen wir auch schon das Problem, weil ich kriege auch zurück, mit welchem User-Account, mit welchem SAM-Account wird hier das TGS gebildet. Und hier ist der JUP dafür verwendet worden. Und der JUP ist Mitglied der Domänenadministratoren. Das heißt, wenn ich Kerberos verwenden will, fliegt in jedem Session-Ticket das Passwort vom JUP mit. Und das probieren wir jetzt einfach mal aus. Ich habe JUP sein Passwort genommen, beziehungsweise JUP seinen TGS-Wrap, habe den hier in das File reingepackt. Habe auch noch eine kleine Wörterliste und jetzt gucken wir mal mit Hashcat, ob wir das geknackt kriegen. Wir gehen jetzt hier mit Hashcat den Modus mit, den Modus für TGS 23, das ist 13.100, haben einmal den TGS im Hash und ich habe mir hier eine kleine Wörterliste erstellt und das jagen wir jetzt einfach mal durch Hashcat durch. Das war keine große Wörterliste, aber wir sehen schon hier, der JUP hat Sommer 2022 verwendet. Ui, schwierig. Und der JUP ist Domain-Administrator, das heißt, hier wäre es jetzt vorbei. Und woran das jetzt liegt und wie ihr das lösen könnt, das wollen wir uns jetzt mal angucken. Genau, dann gucken wir uns mal an, was bei Kerberos im Detail passiert. Wird jetzt ein bisschen detailreicher für die Leute, die an den Solutions interessiert sind, springt gerne zum Solution-Part. Aber damit man wirklich versteht und auch sich vielleicht darum kümmern kann, was passiert, wollen wir es nochmal zeigen. Wir hatten ja eingangs gezeigt, dass es verschiedene Schritte zwischen Client, KDC und dann auch dem Service gibt. Das hier ist jetzt der erste, KRB AS REC, das heißt die Anfrage eines TGTs. Als User muss ich mich an den KDC, an den Domain-Controller wenden und sagen, ich hätte gerne für mich als User, deshalb muss ich meinen Usernamen auch mitliefern, das Ticket, Granting Ticket. Ich melde mich beim Service Principal Name KRBTGT, das ist ein ganz wichtiger Dienst in der Domäne, das ist quasi der Kerberos-Dienst, der die TGTs verwaltet und alles. Ist auch nochmal ein Punkt, wo vielleicht gleich noch drauf eingehen. Und ich habe ja eine Nonce, also eine Number Used Once, das ist für die Kryptographie, damit ich das entsprechend verschlüsseln kann. Ganz wichtig dabei ist jetzt, ich schicke eine Timestamp mit, die mit meinem Nutzer NT-Hash verschlüsselt ist. Das heißt, diese Timestamp kann nur entschlüsselt werden von jemandem, der mein Passwort kennt. Das bin ich und das ist aber auch der Domain-Controller, der KDC. Das heißt, der KDC kann nachprüfen, kenne ich mein Passwort tatsächlich, indem er es selber auch errechnet, quasi diesen Hashwert des Timestamps und das dann macht. Deshalb ist übrigens Kerberos relativ zeitempfindlich, gibt schnell Fehlermeldungen, wenn die Zeiten nicht übereinstimmen, weil die Timestamps eben passen müssen. Jetzt ist es aber so, dass es diese sogenannte Don't Require Pre-Auth oder keine Kerberos Pre-Authentifizierung braucht, dass ich das einstellen kann. Und wenn das so ist, dann habe ich diesen Timestamp bzw. die Authentifizierung nicht. Das heißt, ich kann das rausschicken. Und ich muss mich gar nicht authentifizieren. Ich kann einfach sagen, ich hätte für den User gerne das TGT. Und wenn für diesen User das aktiviert ist, dass er sich nicht authentifizieren muss, kriege ich das auch einfach direkt. Was natürlich blöd ist. Ja, und im nächsten Schritt, also für das AS-Wrap-Roasting, passiert dann nämlich Folgendes. Der KDC, wenn ich das angefragt habe und mich nicht authentifizieren musste jetzt in dem Fall, schickt mir zwei Dinge zurück. Einmal mein TGT, das ist jetzt an der Stelle nicht so wichtig, das ist mit diesem KRB-TGT-Hash gehasht, da kann ich jetzt an der Stelle erstmal nichts rauskriegen. Was er mir aber auch zurückschickt, ist eben Informationen zu einem Session-Key, die TGT-Expiration-Time und die Nonce, die er schon aus dem vorherigen Mal kannte. Und das wird mit dem Nutzer-Hash wieder verschlüsselt. Und jetzt kann ich diese verschlüsselten Daten, den Session-Key, den TGT-Expiration-Time und die User-Nonce, die ich teilweise kenne, die ich aber auch nicht unbedingt kennen muss, weil mir geht es nur darum, ich muss ja da am Ende quasi nur das System, wie es aussehen müsste, haben und kann einfach durch eine Passwortliste, schlechte Passwörter, quasi das, was ich da gekriegt habe, versuchen mit verschiedenen Hash-Werten zurückzurechnen. In dem Moment, wo was Sinnvolles bei rauskommt, also ein Klartext-Session-Key, TGT-Expiration-Time, wobei deren Werte tatsächlich gar nicht wichtig sind und die Nonce, weiß ich, okay, das Passwort, mit dem ich das gerade versucht habe, diesen NT-Hash zu generieren und das machen, das muss das Passwort dieses Users sein, dem das Ganze gehört. Also habe ich das Klartext-Passwort des Nutzers rausgekriegt, weil er als Wrap-Roastable war und kann das dann benutzen. Je nachdem, was für Rechte der hat. Ist wirklich abhängig davon, dass der Nutzer dann ein schlechtes Passwort hat. Ansonsten kann ich damit nichts anfangen. Genau, das kommt immer mit dazu. Entweder ich brauche extremes Glück oder der User muss halt ein schlechtes Passwort gehabt haben an der Stelle. Deshalb ist Passwortsicherheit an der Stelle wichtig. Ja, dann haben wir euch eben ja noch gezeigt, was
Kerberoasting heißt. Und ich glaube, da können wir schon so sagen, das ist definitiv ein Angriff, der sehr viel realistischer als das, ist als das ASRAP Roasting. Also das kriegen wir in unserem Pentest mit. Das kriegt man auch durchaus, wenn man sich tatsächliche Kompromittierung anguckt, mit, dass Kerberoasting noch sehr viel verwendet wird und auch sehr, sehr viele Domänen dafür noch anfällig sind. Aber das Problem, das gucken wir uns gleich an der Lösung an, das ist ja, also das Kerberoasting an sich oder halt, dass die Session-Tickets gebildet werden mit den Passwörtern der SAM-Accounts, ist Kerberos. Ja. Punkt. Ne, nur wie ich es konfiguriert habe, das ist dann halt, so wie wir es gesehen haben mit dem Jupp, das Problem, so dass hier, dass man einfach hinterher sein muss und seine Konfiguration anpassen, um das, um Kerberos quasi so zu nutzen, wie es genutzt werden soll, aber halt sicher. Sicher, genau. Einmal ganz kurz hier, das ist jetzt erstmal gar nicht so wichtig, da gehe ich schnell drüber. Hier, wie läuft die Anfrage eines TGS, also eines Service-Tickets an? Ich brauche dafür einen Nutzer, deshalb bin ich drauf eingegangen. Das haben wir ja auch eben in der Kette gesehen. Unauthentifiziert, also das heißt ohne Domain-Nutzer, komme ich jetzt nicht so weit. Deshalb war es so wichtig, dass wir den Dieter eben als Opfer hatten. Wir haben einen Nutzer, der kann aber beliebig privilegiert sein, also auch minimal privilegiert sein im AD. Der kann sich trotzdem sämtliche Service-Tickets anfordern. Der geht dann hier hin, hat sein Username, eine Timestamp, macht einen, oder hat einen Session-Key, mit dem er das verschlüsselt, hat sein TGT und fragt dann den Service-Principal-Name des Dienstes an, gibt den mit und sagt, ich möchte gerne zudem einen SQL-Server da und halt wieder eine Nonce und fragt das an beim KDC. So weit, so gut. Das soll auch so sein, definitiv. Dann ist aber wichtig, was passiert, wenn es zurückgeht. Der KDC schickt nämlich dann ein TGS und weitere Informationen mit zurück. Und wichtig ist hier dieses TGS, was wir hier rechts sehen. Also wir haben hier einmal gezeigt, das TGS, da ist der Username drin, da ist der Service Session Key drin, da ist das TGS Expiration Time drin und die sogenannte PEC, die im Kontext Kerberos eben auch wichtig ist. Das heißt, wir haben wieder klar definiert, wie so ein Ticket aussehen muss, wissen bei vielen dieser Dinge auch Username und so weiter, okay, wie ist der denn? Und das Ganze ist mit dem Service Owner Hash verschlüsselt, beziehungsweise gehasht an der Stelle. Das heißt jetzt, es wird die geheime Information des Kontos, des Services oder desjenigen, der diesen Service betreibt, aufgesetzt hat, verwendet, um dieses Ticket zu verschlüsseln. Dann also der Jupp in unserem Fall. Genau, der Jupp jetzt mit seinem, eben haben wir eben gesehen, haben nicht so guten Passwort. Und jetzt habe ich natürlich die Möglichkeit, gerade bei solchen Accounts, die dann gerne schon mal Admin-Accounts sind oder sonst irgendwas, dieses Ticket wieder zu cracken. Haben wir eben gesehen, ich schmeiße das dann einfach in Hashcat oder sowas rein mit der entsprechenden Wörterliste und wenn ich hier entsprechenden Klartext oder teilweise Klartext rauskriege, Informationen, die ich schon kenne, dann weiß ich, okay, den Hash, den ich gerade verwendet habe, das ist der Passwort-Hash für diesen Service-Account oder für diesen Account, der diesen Service betreibt und kann mich dann damit wahrscheinlich anmelden. Was halt ein großes Problem ist. Ich habe das nochmal kurz so ein bisschen grafisch dargestellt. Deshalb nennt sich das Ganze auch Kerberoasting. Das heißt, ich versuche hier diesen Hash zu knacken, zu roasten sozusagen. Und wenn auch dort wieder kein gutes Passwort verwendet wird, dann kommt am Ende das Klartext-Passwort raus. Mhm. Ja, und was wir da natürlich durchaus auch immer so ein bisschen in der Realität erleben, das sind gerne auch so Accounts, da wurde mal irgendwo was aufgesetzt, ein Server, SQL, IIS oder sonst irgendwas, musste dann oft auch mal schnell gehen und dann sagt man, okay, komm, ich nutze mal schnell hier meinen oder es gibt irgendwie so einen besonderen externen Service-Account dafür und den gibt es seit 10 Jahren und den hat man auch seit 10 Jahren nicht mehr angefasst, weil man genau weiß, wenn ich da jetzt das Passwort ändere, muss ich es überall sonst auch ändern, lassen wir mal lieber so. Heißt dann natürlich meistens kein so gutes Passwort und dann freut sich der Hacker oder der Pentester, weil er da dann relativ schnell drankommt. Okay. Ja, wenn wir jetzt den Angriff gemacht haben, um die Nutzer über Kerberos rauszufinden, dann sollten wir natürlich auch wissen, was man dagegen machen kann als Verteidiger. Kurzum, man kann natürlich in seine Eventlogs reingucken am Domain-Controller bzw. in der Domäne, bevor das sinnvoll funktioniert, muss man noch ein paar Gruppenrichtlinien einstellen und zwar muss man hier an dem Punkt, wo wir hier sind, also sprich jetzt in der Default Domain Policy beispielhaft in die Computerkonfiguration, dann haben wir hier die Windows-Einstellungen, die Sicherheitseinstellungen und dort die erweiterte Überwachungsrichtlinienkonfiguration, Überwachungsrichtlinien und die Kontoanmeldung und da kann man eben einstellen, dass man sowohl Erfolg, was glaube ich standardmäßig mitgeloggt wird, als auch Fehler bei dem Überprüfen für die Anmeldeinformationen, Kerberos Authentifizierungsdienst überwachen und
Ticketvorgänge des Kerberos-Dienstes überwachen. Ihr erinnert euch ja, das waren die Tickets und Kerberos war das, was jetzt hier eine Rolle spielt bei der Authentifizierung, dass wir eben auch die Fehler mitloggen. Weil natürlich, wenn wir das machen, was wir vorhin gezeigt haben, dass Namen durchprobiert werden, es Namen nicht gibt, dann erzeugt das Fehler und nach denen kann man dann im Eventlog suchen. Dafür haben wir jetzt die Konfiguration hier gemacht und dann gehen wir ins Eventlog rein, beziehungsweise jetzt hier an der Stelle, wir nutzen jetzt hier so ein kleines Freeware-Tool, mit dem man das Eventlog ein bisschen entspannter filtern und analysieren kann. Ihr seht jetzt hier schon ein paar Events drin. Das konkrete Beispiel, was wir jetzt hier hatten, war, dass man eben konkret nach der Event-ID 4768 sucht und dann muss man hier noch einen spezifischen Fehlercode, also 0x6, eingeben. Der steht dafür, dass der Principal Unknown ist. Das heißt, das, was wir gemacht haben, ich frage an, gibt es für den und den User, möchte ich mich anmelden, in Anführungszeichen, ja. Und ich kriege den Fehler zurück, okay, 0x6 gibt es nicht, damit weiß ich als Angreifer, okay, existiert nicht. Wenn es diesen Nutzer gäbe und ich vielleicht dann, ja, wie gesagt, das Passwort nicht kenne oder so, dann habe ich wenigstens schon die Info gewonnen, wenn ich diesen Fehlercode nicht kriege, dass es den also gibt. Dann kriege ich einen anderen Fehlercode, weil ich mich nicht anmelden kann, weil ich das Passwort an der Stelle nicht kenne. So, ich lasse das jetzt einfach nochmal gerade durchlaufen. Ihr seht es hier schon. Wenn ich also quasi danach filtere, dann sehen wir jetzt hier die Angriffe, die wir eben so im Laufe des Videos beziehungsweise bei der Durchführung gemacht haben. Da laufen natürlich ein paar Fehlermeldungen ein. Und wenn das jetzt in einem tatsächlichen AD wäre, wo wir, weiß ich nicht, hunderte, tausende, zehntausende User haben und auch eine Wörterliste, die entsprechend lang ist, dann würden hier natürlich das ganze Eventlog voll mit diesen Meldungen laufen. Und im Grunde müsste ich dann nur noch hingehen und könnte zum Beispiel, wenn ich einen SIEM habe oder andere Möglichkeiten, mein Eventlog zu überwachen, halt entsprechende Queries bzw. Alerts dafür schreiben, die mir jetzt in dem Fall hier sagen würden, also wenn da innerhalb von einer Minute 10, 20, 100, kommt halt immer so ein bisschen auf die Infrastruktur an, die man hat, solcher Eventlogs auftauchen, also in einem relativ kurzen Abstand, also das ist ja hier dann teilweise, was weiß ich, Sekundenbruchteile, beziehungsweise dieser Angriff, der passiert ja mehr oder weniger innerhalb einer Sekunde oder noch kürzer. Wenn ich das natürlich habe, ist das definitiv nicht das Verhalten eines Users, der sich irgendwie vertippt hat oder so, sondern ich sehe, okay, da versucht gerade jemand, meine Nutzer zu bruteforcen und dann sollte ich den natürlich möglichst rausschmeißen. Vor allem, ich sehe ja jetzt auch hier in dem Event unten von welcher Client-Adresse der Anmeldeversuch ausging. Ja. Und das könnte ich dann mit einfließen lassen, weil so oft wird wahrscheinlich niemand versuchen, sich falsch anzumelden oder allgemein anzumelden. Genau. Ja, ich könnte jetzt zum Beispiel als einfachste Lösung, um es mal auszuprobieren, PowerShell-Skript schreiben, das sich regelmäßig genau diese Eventlogs rauszieht und ab einer gewissen Menge von Eventlogs in dem regelmäßigen Abstand, den ich immer mache, halt sage, okay, zum Beispiel der Host-Firewall vom Domain-Controller sagt hier die IP von dem ausgehenden System, die wir hier sehen, die lässt du bitte nicht mehr rein. Mhm. Und dann ist der Angriff natürlich an der Stelle auch schon mal zumindest temporär unterbunden. Ja, super. Ja. Ja, nachdem wir uns gerade angeguckt haben, wie man die User Enumeration erkennt, kann man natürlich analog auch vorgehen, um das Passwort Spraying rauszufinden. Also das, was wir ja eben dann noch gezeigt haben, dass wenn ich dann eine möglichst große Zahl an Nutzernamen habe, dass ich halt so die klassischen schlechten Passwörter einfach mal durchprobiere und gucke, ob ich vielleicht jemanden damit erwische. Hat man gerne dann so Kandidaten dabei, die irgendwie den Nutzernamen als Passwort haben oder eben so tolle Passwörter wie, jetzt haben wir ja bald wieder Sommer 2023 haben wir dann demnächst. Und dafür gibt es natürlich auch eine Event-ID. Ihr seht das hier im Bild, das ist die 4771. Es gilt dasselbe wie eben bei der Lösung. Ich muss vorher quasi das Monitoring oder das Event-Logging etwas vertiefen über die Gruppenrichtlinie. Das ist genau dieselbe Einstellung, die wir eben besprochen haben. Und wenn ich da jetzt eben nachfiltere, dann sehe ich hier die Events, die wir eben zu dem Zeitpunkt, als wir die Angriffe hier vorhin durchgeführt haben, sehen und sehe, dass auch hier dann wieder aufschlägt, wer sich denn hier angemeldet hat, beziehungsweise wer versucht hat, sich anzumelden und dass ich dann hier eben gucken kann, beziehungsweise dann dort die IP in dem Fall wieder von unserem Angreifer sehe, hier jetzt an den letzten Angriffen und dann eben auch da wieder entweder mir zumindest mal Alarme generieren kann und gucken kann, okay, stimmt da irgendwas nicht, beziehungsweise was ist denn da los? Und in dem Fall, einen realistischen Fall, den wir eben auch schon beschrieben haben, wo ich halt eine große Liste, ein großes AD habe, wo ich mal, weiß ich nicht, mindestens 100 User durchprobiere. Wenn man davon ausgeht, ein kluger Angreifer, der jetzt entweder die Passwort-Policy kennt und weiß, okay, wie viele
Versuche hat er bis zu einem Lockout oder es gibt vielleicht gar keine Lockout-Schwelle oder er weiß es nicht genau, dann macht er 4 Anfragen oder so, immer alle 30 Minuten. Schon bei 100 Usern wären wir also bei 400 Anfragen in wahrscheinlich einer Sekunde oder weniger. Das sind natürlich Events, die dann bei so einem Monitoring sofort rausstechen würden, wo man dann sagen kann, okay, hier 7 oder wieder selbstgeschriebene PowerShell-Regel oder so und dann eben Lockout des betroffenen Systems, von dem hier das Ganze dann versucht wird an der Stelle. Und damit kann man sich vor solchen Angriffen schützen, beziehungsweise kann natürlich idealerweise merken, wenn gerade irgendjemand im Active Directory im Netzwerk unterwegs ist, der da nicht sein soll, weil das natürlich typische Angriffe sind, die ein Angreifer machen würde, der es irgendwie vielleicht initial ins Netzwerk reingeschafft hat, versucht weiterzukommen, versucht an die Domäne, auf Domain-Admin-Level zu kommen. Und wenn ich den hier natürlich erkennen und rausschmeißen kann, dann ist mir an der Stelle natürlich sehr geholfen und ich bin hoffentlich in der Lage, den Angriff komplett abzuwehren. Ja, was kann ich dagegen machen, wenn ich jetzt als Red Roastable Users bei mir habe? Das ist tatsächlich relativ unkompliziert. Wir sind hier mal auf dem entsprechenden Domain-Controller. Ich gehe in die Nutzerverwaltung und gucke mir hier die Eigenschaften des Nutzers an. Gehe da jetzt, dass ich sehen kann, genau. Und da habe ich jetzt hier diese Auswahlmöglichkeiten. Und eine dieser Auswahlmöglichkeiten, wenn ich hier so ein bisschen runterscrolle, ist, das sieht man hier auch mit dem Häkchen, keine Kerberos-Präauthentifizierung erforderlich. Das heißt, das Häkchen muss raus, also das muss definitiv gesetzt sein, damit jemand anfällig ist. Ja. Und wenn ich dann sage, hier übernehmen, in dem Moment ist der User für Rap-Roasting nicht mehr oder als Rap-Roasting nicht mehr anfällig, weil er jetzt, wenn er sein TGT anfordern will, immer sich authentifizieren muss, also seinen NT-Hash kennen muss. Super. Um jetzt Kerberos sicher zu nutzen für die Service Principal Names, stellt Microsoft auch die Möglichkeit zur Verfügung, das automatisiert zu machen. Das heißt, das Ganze nennt sich Group Managed Service Account. Das heißt, ich lege einen Service Account an und dieser Service Account hat ein extrem langes Passwort. Das muss ich auch nicht händisch eingeben. Und das wechselt alle 30 Tage, beziehungsweise in einem Zeitintervall, den ich einstellen kann. Das heißt, ich muss mich nicht darum scheren, welches Passwort er hat und wann das geändert wird. Das macht der Domain-Controller im Hintergrund für mich schon selbst. Das einzige Problem ist hier, wenn ihr Dienste verwenden wollt mit Kerberos, die keine Windows-Dienste sind, sondern halt andere Services, dann kann das hier nicht funktionieren. Aber das, wir haben das Problem gesehen, dass Klartext bzw. das Session-Ticket, was wir immer sehen, dann für die Authentifizierung, wird gebildet mit dem Passwort des SAM-Accounts. Also komplexes Passwort, kontinuierlich ändern. Und was auch die Devise ist, ich sollte keine privilegierten Accounts nutzen für Service Principal Names. Genau. Weil die haben da nichts zu suchen. Wie ihr Group Managed Service Accounts erklärt, das seht ihr im Artikel ausführlich beschrieben, welche Befehle und was alles dafür passieren muss. Das, was für uns auch noch wichtig ist, was wir euch zeigen wollen, ist, wo müsst ihr es dann an dem Service selbst umkonfigurieren. Und das wollen wir jetzt hier mal am SQL-Beispiel euch zeigen. Genau, die Einrichtung von so einem Group Managed Service Account, ja, die dauert jetzt nicht ewig, aber es sind einige Schritte. Man muss auch, wenn man noch keinen Rootkey hat, dann tatsächlich nochmal einen Tag warten, wenn man die anlegen muss. Deshalb nicht wundern, haben wir im Blogbeitrag nochmal genau erklärt. Wir zeigen euch jetzt einmal hier kurz, wie das Ganze dann schlussendlich aussieht. Also dieser Kerberos-Roastable Service und Kerberos-Roastable Accounts war jetzt in diesem Fall hier deshalb da, weil es diesen SQL-Server gibt und man hier, klassisch wie es auch sonst passieren würde, dann sagen wir, der Jupp hätte den angelegt, dann hat er sich auch schnell selber mit seinem Account eingetragen, weil es wie gesagt vielleicht schnell gehen musste und dann ist der quasi als Kerberos-Roastable User gefangen an der Stelle. Jetzt kann man hier reingehen und den Group Managed Service Account anlegen. Dafür müssen wir einmal in die ins übergeordnete Verzeichnis gehen, in die Domäne rein und dann können wir hier auch sagen, dass wir gerne auch die Dienstkonten haben. Ist leider immer ein bisschen umständlich, dass man das immer noch mal einklicken muss. Und ich gucke jetzt mal nach dem Group Managed Service Account, den wir hier haben. Wir haben hier den GMS A1 und GMS A2, den wir mal testweise angelegt haben. Ich sage jetzt einfach mal GMS A1, also Group Managed Service Account 1. Wenn ich jetzt sage, den hier nehmen und ganz wichtig, das Passwortfeld darf leer bleiben oder muss leer bleiben. Ums Passwort kümmert sich das AD, genauso wie bei Maschinenaccounts. Und sage übernehmen, dann wird der Dienst neu gestartet, auch ein wichtiger Hinweis, also der SQL-Dienst. Und dann wird es so sein, dass in Zukunft dieser Service über diesen Group Managed Service Account betrieben wird und dann nichts mehr an Kerberos-Roasting dort möglich ist. Okay, super. Das ging ja jetzt recht fix. Das ging recht fix. Wenn man ihn einmal aufgesetzt hat, geht das auch relativ flott, genau. Super.
Gut, dann hoffe ich, ihr hattet Spaß heute und habt was mitnehmen können. Das hoffe ich auch. Und dann vergesst nicht zu liken und subscriben und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Macht's gut. Ciao.